Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play von GTA Online. Ja, dieses Let's Play ist nebensächlich zum Livestream, den ich machen werde. Und ja, da kann ich natürlich dann nicht alles zeigen. Also hier im Let's Play, weil im Livestream natürlich auch mal etwas machen will, Erfahrung sammeln. Und ich muss noch kurz... Wieso ist eigentlich die... Der Audio immer von Musiklautstärke und so. Hey, ich will nach rechts. So. Sollte nicht zu laut sein, weil sonst hört ihr mich nicht mehr. Wieso ist eben die Musiklautstärke immer nach rechts, wenn ich im Singleplayer doch auch aus habe? Das ist ein bisschen blöd, ich hoffe, es bleibt jetzt so. Ja, eben, dieses Let's Play. Ja, zeige ich einfach so Ding. Da könnt ihr natürlich auch mitmachen, wenn ihr zufällig gerade uns seid. In der geschlossenen Freundesitzung. Weil ich möchte mit den anderen nicht zusammen sein, sonst habe ich immer Einblendungen. Und so Sachen. Das ist dann nicht so gut. Ja, ich werde einfach schauen. Wenn ihr nicht nett seid, natürlich euch rauskicken oder so. Aber es sollte eigentlich alles gut gehen. Momentan bin ich eben alleine. Ich bin in einer geschlossenen Freundessitzung, weil ich eben nicht so unbedingt die Spiele auch haben will, die mich dann abschießen und so weiter. Und wenn ihr Bock habt, können wir dann so Games machen. Während des Livestreams geht es vielleicht ein bisschen besser. Und hier mache ich... Ja, was soll ich hier eigentlich machen? Ja, ich kann ja Sitzungen machen. Also, ich kann beitreten, Sitzungen und so. Einfach bin ich hier im... also offenen Modus alleine. So, was möchte ich machen? Ich möchte ein bisschen die Gegend erkunden und so, weil ich... im Singleplayer eigentlich noch gar nichts gemacht habe und sonst auch nicht so die Möglichkeit habe, weil ich ja sehr viel aufnehme, hink ich immer mehrere Monate und ja, sagen wir Tage hinterher. Die anderen sind schon irgendwie Level 200 und ich bin was bin ich? Zeig mir mal mein Level. Statistik 3. Ich bin Level 3. Seht ihr, also alles komplett neu. Ich habe jetzt die Einführung gemacht und sonst habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Ich muss kurz auf die Map schauen. Ich gehe, okay, nach rechts. Jo, ich bin noch ein bisschen überfordert bei der Orientierung hier. Das ist so extrem groß. Hätte ich jetzt nie gedacht. Also, als ich ein paar Videos von GTA 5 auf den Konsolen geschaut habe, also von den Konsolenversionen, habe ich das nicht so groß empfunden. Aber hier ist es schon gigantisch und ich verliere immer wieder die Orientierung und so. Ich möchte mal ein bisschen in die Wüste oder so. Ich habe jetzt das Gras ein bisschen runtergestellt. In der im Test war es auf Ultra und jetzt habe ich auf sehr hoch. Und es geht deutlich flüssiger, also es hat nicht mehr bis zu 24 FPS manchmal, sondern also mit 36, also 36 plus FPS habe ich jetzt hier beim Gras, okay, 33, aber das sollte eigentlich relativ gehen, also Fraps ist da am meisten schuld, ohne Fraps habe ich recht flüssig. So, ich möchte mal hier nach rechts, wieso nicht? Da bin ich jetzt noch nie gewesen. Ah, hier ist dieses Ölkraftwerk. Okay. Hier sind die Windräder. Die kommen mir auch bekannt vor von den Videos. Haben sie auch mal gezeigt. Ich bin eben einer, der sich nicht so sperren lässt. Ja, meistens Sachen vergesse ich sowieso wieder, will ich vergessen, weil es mir eben dann einfach der Spaß ein bisschen raubt. Und ein Dinosaurier. Das ist von einem
von einem Dinner. Lol. Ah, ich dachte schon, der hätte einen Schwanz. Das ist ein Hotdog. Okay. Gib mir mal etwas, ich habe Hunger. Kann man hier das rauslassen? Eine Limo kaufen. Weil es nur 1 Euro wert ist. Teuer ist. Nehme ich mal eins. Ah ja, besoffen will ich auch noch werden. Ich muss irgendwo... Schon fertig? Okay. Ich muss irgendwo ein bisschen Bier saufen können. Bitte, ich will hier rein. Mann, ich habe irgendwie gelesen, dass man in mehr Gebäude einfach rein kann. Aber scheinbar... Was redet ihr hier? Okay, der Kaktus kann man kaputt machen. Cool. Also, wir gehen weiter irgendwo, wo wir saufen können. Es wird leider Nacht. Ich hoffe, die haben noch offen, wenn man dann dort ankommt. Oh, hier ist die Baugrube. Cool. Gehen wir mal in die Baugrube. Es ist sehr verschwommen gerade. Ich mag das nicht so. Gibt es hier nicht diese Baufahrzeuge? Wo ist denn Eis? Können wir Zug fahren? Bitte, ich will Zug fahren. Ich will einen Mod, wo man Zug fahren kann. Es gibt so einen YouTuber, der heißt Shaken Unit oder so. Der macht von der Konsolenversion so online Spiele und RPG und so. Und da ich ein guter Abonnent von ihm bin und es einfach, ja, ihn so mag, möchte ich das gerne auch auf dem PC mit euch zusammen machen. Weil er scheinbar nicht die PC-Version kauft, kann ich nicht mit ihm mitmachen. Aber eben, ich möchte es einfach so ähnlich machen. Ich will ihn nicht kopieren oder so etwas. Das ist natürlich nicht mein Vorhaben. Aber ich möchte einfach diese Sachen... Nein, ich will kein Peer-Überlebenskampf. Aha, du hast dich umgedreht. Also die Autos kann man scheinbar jetzt umdrehen. Das ist nämlich sehr gut. Ich will dort runter, dort gibt es sicher eins. Ah, gibt es sie gar noch nicht, weil ich so ein niedriges Level bin. Schade, nein, ich möchte auch nicht das. Kann man diese Einblendung eigentlich nicht abschalten. Oh. Die Bewegungsunschärfe ist schon extrem Ding. Also wenn man jetzt hier anvisiert, ist eigentlich alles scharf. Aber wenn man jetzt hier anvisiert, ist der Hintergrund, also der am Boden hinten, ist es eigentlich sehr unscharf und so. Das ist richtig cool. Aber ich muss da mal noch schauen. Also ich frage jetzt mal euch, findet ihr es gut, wenn das alles so ein bisschen unscharf ist? Oder soll ich das ausmachen? Weil, ja... Ich finde es jetzt eigentlich nicht schlimm, wenn es an oder aus ist. Also der Unterschied ist eigentlich nicht so schwer. Aber ich hätte es schon gerne, wenn es ein bisschen aus ist oder einfach weniger stark. Aber eigentlich möchte ich euch ja die beste Einstellung zeigen. Also die beste Grafik und so weiter. So, hier muss doch irgendwo eine Bar sein. Ein Restaurant. Ich bin schlecht im Fahren. Da kann man rein. Aber das ist 24/7 Shop. Ich nehme den Wagen da. Ich will saufen. Kann man hier irgendwo saufen? Da hinten. Ach, Menno. Was kann man hier kaufen? Snacks. Ego Chase Metroid. Redwood. Zigarette. Bayerisches Kampfbier. Pisswasser. Ich will ein Pisswasser. Jetzt bin ich am Torkeln. Ich will aber ein bisschen besser torkeln. Ich will noch mehr saufen. Hallo? Ich will wieder. Gib mir. Oh. Wir machen das am besten so. Klauen dieses Auto und hauen ab.
Oh. Ja, das ist da, wenn man so einen Scheißverkehr hat. Nein, 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 nein. Nicht finden. Nein. Ich bin ruiniert. Entrance. Da könnte man auch ein bisschen shoppen für unser Luxus-Appartement, wo ich überhaupt noch nicht habe. Wo ich leider noch nicht habe. Ja, die Bullen können mich hier oben nicht finden. Ich denke, hier oben bin ich sicher. Ich bin so einfach mal so an diesem Hang. Was, zwei jetzt? Ich habe doch nur einen Stern gehabt, oder wird das automatisch erhöht, wenn sie mich suchen? Also wenn sie mich nicht finden können, sagen sie zwei Sterne, damit wir uns besser, damit wir ihn besser finden können. Ist eigentlich noch gut gemacht. Hallo? Okay, da unten sind alle. So. Und Emma ist online. Wow, schön. Ein paar Kollegen habe ich schon, also ihr dürft mich gerne hinzufügen. Ich heiße bei Social Club Drago Basel zusammen. Und eben, wenn ihr Scheiße macht und so, fliegt ihr leider wieder raus. Aber es ist ja eigentlich, dass wir keine Scheiße machen, sondern Spaß haben. Und damit ich eben andere Leute nicht störe, dass ich die Livestreams und Let's Play Aufnahmen und so nicht störe, mache ich das einfach so. Aber wenn ihr jetzt mal rausgeworfen wurdet und ihr euch bessert oder so, entschuldigt oder so, dürft ihr natürlich wieder rein. Außerdem kann ich euch sicher auch kicken, also ich werde euch nicht direkt denken, ich werde euren Namen merken, aufschreiben oder so. Und was ist das da oben? Das ist doch der Mount Chiliad. Ich finde es irgendwie cool, wie manche immer Chiliad sagen, aber es heißt Chiliad, oder? Kann man das hier nachschauen? Scheinbar nicht. Also, geht es anders, das hieß es Chiliad. Aber ich denke auch, weil Chiliad schreibt man. Ja, ist von der. Sieht halt nicht so schön aus zum Schreiben. Und nicht Englisch. Chiliad ist schon Englisch. So, ich möchte eigentlich ein bisschen besoffen werden, aber das Pisswasser, das ist mir zu schwach. Ich will jetzt ein bisschen besoffen werden. Kommt schon. Das ist das Krankenhaus. Scheinbar. Okay, die Aufnahme ist unterbrochen, weil ich keinen Speicherplatz auf diesem kleinen, auf dieser kleinen Festplatte habe. Ja, jetzt geht's weiter. Ich habe eben eine große Festplatte extern, also extern, schon intern, aber halt auf D und nicht auf C. Und deshalb haben die vielen Videos, Testvideos und so, so viel Festplattenspeicher abge... ja, die brauchen ungefähr 42 GB oder so, also richtig gigantisch. Ich weiß nicht, was Fraps da für Videos baut. Ja, vor allem habe ich jetzt das Problem behoben, indem ich es jetzt auf D abspeichere. So, wir suchen ja noch eine Bar oder was halt da so Alkoholisches hier zu bieten hat, um ein bisschen zu besser, um etwas besoffen zu sein. Bei GTA 4 war es richtig cool. Ich muss mal testen, wie das hier ist, aber ich denke auch sehr cool. Liquor Store. Ja, dann kaufe ich mir halt das Getränk, wenn ich es nicht. Ich möchte gerne etwas kaufen. Ist ja auch nur Pisswasser. Ecola. Ebola. Das ist wahrscheinlich ein Scherz. Nein, ich will kein Pisswasser. Ich will cooles Getränk. Fühle mich gerade ein bisschen verloren hier in San Andreas. Heißt ja noch San Andreas. Also außerhalb. Also das Gesamte. Sonst Los Santos, Los Santos, Chile, Chile geht Los Santos. Ja, sehr schön. Ah. Ja, sonst machen wir jetzt etwas online, weil momentan habe ich ja noch nicht so viel online gemacht. Außer mit einem Online-Charakter gespielt. Hat es hier in der Nähe etwas?
Dort hat es ein Ding ab. Sind die dann nicht online, weil ich ja in einer Freundessitzung bin? Das muss ich gucken. Außerdem finde ich ein bisschen blöd, wenn wir jetzt die Verbindung verlieren und so dann automatisch wieder in einer offenen Sitzung bin. Da muss Rockstar noch ein bisschen etwas machen. Drunter und drüber. 1 bis 30, 77%. Ja, ich weiß, dass es nur zu Fuß geht. Aber ich will doch irgendwas machen. Also, wenn bei Flosta wieder der PC geht, werde ich, gibt es keine Flugzeuge hier? Werde ich mit Flosta aufnehmen, zusammen Rennen machen und so. Das ist natürlich viel besser. Aber einfach so zum Zeigen. Bis dann ist es halt momentan noch nicht so. Aber ich werde ja auch Livestreams machen und wenn dort Leute kommen, gleichzeitig dann mit mir online sind in einer Freundessitzung, dann geht es eigentlich gut. Also da können wir so richtig starten mit online. Da ist der Floster. Ah, ist ja online. Er hat sein Auto. Ich will eigentlich ein Flugzeug. Ich will ein Flugzeug, ich will ein Flugzeug. Ich will es einfach mal testen, die Steuerung. Ich hoffe, er hat es gelesen, aber scheinbar ist es ja jeder. Sonst könnte ich natürlich auch mit ihm sonst reden. Aber ja, also Floster ist hier, jetzt haben wir online. Aber halt, es ist nichts hier. Wir haben zu wenig Level. Wir brauchen ein paar Levels. Etwas machen. Spontanes Rennen. Naja, mit meinem Schrottkahn. Er hat schon einen Turbo. Er ist einfach viel weiter als ich. Okay, viel weiter nicht, aber ich muss mal kurz schauen. Freunde. Er ist gleich levelig wie ich, aber er hat alles gekauft. Ich habe noch nichts gekauft. Ich muss etwas kaufen. Okay, so mit Tapgot geht es sogar besser mit dem Umschalten. Mein Mausrad ist ein bisschen komisch. Okay, geht auch gut, aber ich will kein Radio. Immer wenn ich runter mache, dann ist Radio. Was ist da jetzt? Das ist eine Flagge. Was macht er jetzt? Einfach hier warten. Okay. Ja, dann gehen wir weiter. Im zweiten Part oder dritten Part machen wir dann auch Sachen und dann kommt er wahrscheinlich auch in der Konferenz und redet mit. Ich gehe jetzt ja eigentlich zurück wieder in die Stadt. Ein bisschen kann ich ja noch. Mit Tee schreibt man. Herr Floster. Oder Flo. Florian. Liquor Store. Aber das ist auch wieder ein Laden. Ah, das ist jetzt. Okay, das ist jetzt. Danke, aber darf ich hier bestellen? Ich will etwas bestellen. Gib mir jetzt etwas zu essen. zu trinken. Scheinbar ist er nicht offen oder man kann hier nichts machen. Okay, hat sich wieder eingehängt. Ja, wenn man nichts machen kann, ich weiß nicht, wie man das machen kann, aber scheinbar geht das hier irgendwie nicht.
kann kein Bier saufen. Ich weiß nicht wie. Versteht da? Fix your accent. Ich kann lengthen your pennies. Pennies! Dragon Brain and Surfing to Web. Pornseite. Lostcraft, Growler, Orange Tabby, Injured Leg. Okay. Was macht jetzt der kaputt? Guten Tag. Ich muss sie. Nicht mich töten, nicht mich töten. Nicht mich töten. Hallo. Schau ab. Ich will so ein 4x4. Nein. Okay, eine unsichtbare Leitplanke. Die habe ich voll wegen dem Ding nicht. Danke. Wenn's geht. Ach, ich muss hier weg. Schub ich mich mal ein bisschen an. Kann man jetzt rein? Geht's jetzt? Ich habe ich verboten, könnte. So. Dings. Ja, ich will eigentlich wieder irgendwo anders hin. Das ist Gefängnis. Kann man hier rein? Ich möchte hier rein. Irgendwie möchte ich hier rein. Jetzt bekomme ich sicher 5 Sterne. Also eigentlich kann man ja hier rein. 5 Sterne, ich hab's gewusst. Tschüss. Ja, ich bin tot. Ach. Wieso haben dich mich so schnell umgebracht? Voll geil. Also voll schlimm, wie die gezielt haben. Die haben mich Headshots gegeben. Floster, ich möchte bei dir reinsteigen. Wie kann man eigentlich bei den anderen einsteigen? Da muss ich dann auch noch schauen. Naja, nehme ich das. Ich glaube, man muss nur ein kurz die F-Taste drücken. Also auf den Konsolen war es so. Dass man kurz einsteigt und danach steigt man nur halb ein. Ich wollte doch ein bisschen Burg. Ich will da einfach ein bisschen erkunden. Diese Festung. Voll die Burgmauer mit den Türmen. Das ist Hochsicherheitsgefängnis, schätze ich mal. Wow! Cooles dann. Boah! Voll krass. Ach, herrlich. Also die Physik der Autos, wie sie so an den Kanten dann wegschleudern und so, ist richtig cool. So, was ist denn das hier? Eine Baugrube. Etwas wird hier gebaut. Mit Tank. Ein Tank? Was ist denn das für? Keine Ahnung. So.
Ach, komm schon, häng, bleib nicht hängen. Ich mache meine Autos immer sehr schnell kaputt. Wieso denn? Kann man hier nicht eine Versicherung veranlagen, damit ich meine Autos nicht immer kaputt machen muss? Ich will gepanzert, also ich mache so schnell wie möglich eine Panzerung rein. Scheinbar kann man auch das Auto holen. Ich möchte... Wo ist die Liste? Kontakte. Ich möchte... Simon. Downtown Cup gerellt. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich muss ein Auto irgendwie kaufen danach. Aber das weiß ich natürlich auch nicht. Scheinbar ein bisschen Internet surfen. Oder so. So, dann wird das Video ein bisschen länger. Oder soll ich es jetzt schneiden? Okay, ich schneide mal das Video. Dann bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Schauen.